Dass reiche Menschen Gegenstand von Verschwörungstheorien sind, hat aus meiner Sicht nichts mit Sozialismus, Kapitalismus oder sonst irgendeinem System zu tun. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Das ist ein Teil von einer Miniserie zum Thema Kapitalismus und Behauptungen, die herumgeistert, aber nicht wissenschaftlich haltbar sind. Das Ganze basiert auf einem Buch, das ich in der Ferien gelesen habe. Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten von Rainer Zitelmann, die ich durchaus als kritische Lektüre empfehlen kann. Jetzt kann man sagen, das wird wohl ein ziemlich einseitiges Buch sein. Das ist so. Man liest aber tendenziell mehr darüber, warum der Kapitalismus so schlecht sein soll, als was er uns eigentlich alles gut gebracht hat. Die Redewendung mit den Bäumen, dem Wald und so. Da geht es in dieser Miniserie von meinem Podcast darum, welche von den bekanntesten Aussagen rund um den Kapitalismus eigentlich stimmen und welche kompletter Blödsinn sind. Auch wenn man sie mantraartig immer und immer wieder hört. Heute geht es um das Thema, ob wegen Kapitalismus die Reichen die Politik bestimmen können. Im Podcast zum Thema Ungleichheit habe ich ausführlich darüber geredet, ob Ungleichheit per se schlecht ist. Aus meiner Sicht nicht, wenn es allen besser geht. Der Reichtum auf der Welt ist nicht endlich. Und entsprechend heisst es nicht, nur weil jemand mehr hat, dass jemand anderem etwas weggenommen wurde. Aber wie ist das beim Reichtum und der Politik? Ist es wirklich so, dass Politik dort gemacht wird, wo das Geld sitzt? Gehen wir die Sache mal auf den Grund. Dass reiche Menschen Gegenstand von Verschwörungstheorien sind, hat aus meiner Sicht nichts mit Sozialismus, Kapitalismus oder sonst irgendeinem System zu tun. Aus Sicht der rechten Verschwörungstheoretiker sind es nämlich die linksdenkenden Milliardäre, aus der Sicht der Linken sind es die rechtsdenkenden Milliardäre, die uns alle kaufen wollen. Am Schluss ist das eigentlich ein Nullsummenspiel. Der Behauptung, das liege am Kapitalismus, kann ich damit nichts abgewinnen. Im Gegenteil. Die Länder, wo am meisten Korruption herrscht, sind definitiv nicht die, wo sich mit freier Marktwirtschaft und Redefreiheit hervortun. Und wo am meisten Korruption herrscht, kann auch am meisten mit Geld erreicht werden. Die These leuchtet somit vermutlich jedem ein. Damit ist auch recht schnell wieder leid, dass Kapitalismus zu Reichen führen soll, wo Politik bestimmt. Aber der Podcast kann da ja noch nicht fertig sein. Darum reden wir mal noch über das grosse Ganze. Reagiert Geld eigentlich wirklich die Welt? In der Schweiz leben wir da eigentlich noch ein bisschen in einer heilen Welt. Obwohl der Begriff Lobbying bei uns auch verpönt ist. Dabei ist Lobbying nichts anderes als Interessensvertretung. Aber es ist nicht das Gleiche, ob das die Pharma macht oder der WWF. Die einen sind gleicher wie die anderen. Interessensvertretung hat nichts mit Moral zu tun. Es ist einfach völlig wertfrei. Jeder, der schon mal für jemanden ein gutes Wort eingelegt hat, ist eigentlich ein Lobbyist. Und nicht in jeder Interessensvertretung fließt zwangsläufig Geld. Aber auch ich bin der Meinung, in der Schweiz spielt Geld auch politisch immer mehr eine Rolle. Und zwar nicht mal unbedingt beim Lobbying, wo vermutlich die meisten als erstes daran denken, sondern in Wahlkampf und Abstimmungskampf. Weil, sind wir ehrlich, früher haben wir einen Bruchteil von dem von heute auf dem Schirm gehabt. Man hat ab und zu mal eine Initiative gehabt, vielleicht mal ein Referendum, aber heute haben wir richtig gehend zugemüllt mit demokratischen Instrumenten. Plus, wir befinden uns in einem permanenten Wahlkampf. Und das ist nicht gratis. Das heisst, alle die, die nicht das Geld haben, um alles zu plakatieren, Social-Media-Werbung schalten, Radiospots machen und, die gehört gar niemand. Und das ist heute das Problem. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Agenda Setting. Das bedeutet, dass das, was wir nicht auf dem Schirm haben, für uns auch nicht relevant ist. Das heisst im Umkehrschluss, dass die Parteien, die genug Geld haben, uns permanent mit einem Thema bereiseln können. Zwei Beispiele in der Schweiz, die jetzt gerade aktuell vermutlich keiner drum herum kommt. Einerseits die SVP, die im Wahljahr wieder voll auf Migranten setzt. Man kann keinen Tag auf Social Media verbringen, ohne dass einem eine Werbung ankommt. Und andererseits die SP, die sich offensichtlich den Kampf gegen zu hohe Mieten auf die Fahne geschrieben hat. Auch das wird penetrant auf allen Kanälen gespielt. Vielfach denkt man sich beim Spruch «Geld regiert die Welt» an einzelne Menschen, die Leute schmieren und sich so ergattern, was sie wollen. Das gibt es vermutlich auch. Ich mache mir da keine Illusionen. Aber was es viel mehr gibt, ist, dass die das Geld haben, Themenhoheit haben. Und in der Schweiz gibt es nichts Wertvolles, wie konstant den Wähler zu bereiseln. Wir können schliesslich über alles abstimmen. In dem Sinn, ist der Kapitalismus das Problem? Nein, sicher nicht. Ist das Geld an sich das Problem? Eigentlich auch nicht.
Das Problem ist, dass wir heute ein paar wenige grosse Medienverbünde haben und uns nebenbei auf Social Media informieren. Das heisst, wenn jemand Geld in die Finger nimmt für ein Thema, dann werde ich nonstop damit berieselt. Und seien wir ehrlich, wie viel Prozent der Bevölkerung macht sich die Mühe, vielleicht auch mal eine ausländische Zeitung zu lesen? Beziehungsweise, wie viel zahlen die überhaupt noch für einen guten Hintergrundbericht? Wo eben genau ein bisschen differenzierter ein Problem würde anschauen, wie Migration und hohe Mieten. In dem Sinn kann sich jeder selber überlegen, wie gut er sich informieren wird. Guter Journalismus kostet halt. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch eine gute Woche und ich freue mich auf die nächste Folge Klartext mit euch.